Oliver Kahn ist jetzt der Vorstandsvorsitzende und im nächsten Themenblock geht es um die Historie dieses großartigen Spiels Dortmund gegen Bayern. Und als erstes haben wir uns eine Partie rausgesucht, in der Kahn die Hauptrolle spielte. Das Heiko, kann man herrlich, oder? Ohne Übertragung ja, na, hätte ich sagen. Gewählt. 1999 war es, Herr Reif. Muss das man auch kurz schlucken. Ne? Ja. Das, die eine Szene war Kahn gegen Chapuisat mit diesem Kung-Fu-Tritt, bei dem er ihn nicht getroffen hat. Und hier dann die Szene mit Herrlich, wo er anschließend da auf Knabberdistanz rangeht. Mhm. Und Möller noch mal eben kurz, unfassbar, alles in einem Spiel. Das wäre heute mit Videoschiedsrichter vermutlich 2,5-mal rot gewesen. Ich weiß nicht genau, wie hart die Auslegung gewesen wäre. Karriere wäre kurzfristig unterbrochen. 2-2 ist es damals ausgegangen. Ja, die Dortmunder führten 2-0 durch Heiko Herrlich 2-mal und dann Zickler und Janka. Ja, was war das für ein Spiel von Kahn? Ich meine, das war der Kahn in der Phase seines Lebens. 99, 2000, 2001, 2002. Das waren die großen Kahn-Jahre. Ja, und jetzt hält er als neuer Chef eine Rede, die an vielem vorbeidribbelt und sich keinem Gegner stellt. Insofern, ja, da sieht man, als Spieler hat man es dann doch einfacher. Da kann man seine Emotionen leben und weiter, immer weiter. Er stand ja dafür. Das war einer derer, die gesagt haben, pass auf, wir liegen 0-2 hinten. Wenn du keine Lust hast, dann geh nach Hause, dann holen wir einen anderen rein. Oder weißt du was, dann mache ich es halt alleine. Es gibt solche Spieler. Gattuso beim Milan war so einer. Das ist das Gefühl, steh mir bloß nicht im Wege. Ich mache das dann alleine, wenn du nicht mehr kannst oder willst. Und das stand für den Bayern-Dusel, der dann durch die Republik schwappte. Dusel, das war, wir machen halt so lange weiter und wenn der noch nicht abgepfiffen hat, pass auf, dann schießt Anderson einen Freistoß, den du nicht schießen kannst. Das geht gar nicht. Und dann bist du noch deutscher Meister. Dafür stand Kahn exemplarisch. Wenn man diese Fotos von Kahn sieht, können Sie sich, wenn man sich versucht, in ihn hineinzuversetzen, jetzt ist kurz die Abteilung Küchenpsychologie dran, ja, Ihre große Stärke und Leidenschaft, weil er eben weiß, dass man ihn so in Erinnerung hat als Spieler. Glauben Sie, dass er deswegen besonders kontrolliert auftritt in seiner neuen Rolle, um nicht die zu bestätigen, die ihn immer noch so als Heißsporn in der Schublade liegen haben? Also es wäre das Normalste von der Welt. Und ich meine, es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wenn er so aufgetreten wäre in der Jahreshauptversammlung, hätten wir noch eine Eskalationsstufe mehr gehabt. Wer weiß, vielleicht wäre dann noch schnell Ruhe gewesen. Nein, aber er hat Dinge versucht, nicht frontal zu attackieren. Und das ist er nicht. Das wird er tun müssen. Ich glaube aber, das ist ein Lernprozess. Auf dem Platz geht das dann doch schon anders zu. Wir gucken uns mal das zweite Spiel an, was wir uns rausgesucht haben zwischen Dortmund und Bayern. Ja, es ist, glaube ich, wirklich die mit schmerzhafteste Niederlage, die Bayern je erlitten haben. Erst recht von Dortmund. Pokalfinale 2012, Herr Reif, 5-2 für die Bayern. Damals Lewandowski noch im gelben Trikot, 3 Tore erzielt. Und hier applaudieren die Dortmund-Gewinner den Bayern-Verlierern. Für viele war das der Wendepunkt, weil diese Demütigung der Bayern hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, jetzt machen wir sie platt. Wer hat das als erster gesagt? Marcel Reif, Hans-Joachim Watzke? Hans-Joachim Watzke. Okay. Watzke hat nach diesem Spiel gesagt, möglicherweise schon auf der Tribüne, als das bitte nicht fünfte noch ein Tor. Fiel. Nee, schon zu spät. Als das fünfte fiel, dafür werden wir, sinngemäß, dafür werden wir zahlen, Leute. Lass es uns knapp gewinnen, dann haben wir eine Chance. So, das war das Jahr, in dem Dortmund das Double gewann. Dafür werden wir zahlen. Ich nehme an, Uli Hoeneß hat gar nichts gesagt, sondern und schon mal die Schecks überprüft. So. Den Festgeldspeicher. Ja, daran lässt sich festmachen, natürlich. Das können sich die Bayern nicht gefallen lassen und dann sind sie auch dahin gefahren. Die höchste Niederlage, die Bayern in der jüngeren Vergangenheit Dortmund beigebracht haben, war 2018 ein 6-0, an das wir an dieser Stelle auch noch mal erinnern wollen. Da stand es zur Halbzeit tatsächlich schon 5-0. War ich selbst überrascht, das noch mal so Revue passieren zu lassen. Lewandowski erzielte damals dann 3 Tore im roten Trikot jetzt. Ging auch so rum, muss man sich auch noch mal vor Augen führen, ne? Der Stöger als BVB-Trainer. Ja. Aber das ist so, nochmal, da fällt das Spitzenspiel, Klassiko und das ganze Gedöns drumherum, angemessen, ist ja gut. Und dann fällt ein Tor, noch ein Tor und plötzlich brechen alle Dämme, weil du ziehst Spielern, selbst solchen Profis, die das doch kennen. Ist so ein 6-0 am Samstag immer noch möglich? Nein, nee? Glaube ich nicht. Also nicht in Dortmund. Und auch nicht für Dortmund?
Das würde mich Gladbach hat 5 gemacht. Ja, das war ein Systemabsturz. So was kann es geben, aber dass die Bayern sich innerhalb von wenigen Wochen 2 solche, aber wirklich Systemabstürze, das ist ja nicht Pech und Chancen nicht verwertet und was weiß ich alles, sondern wirklich, wo alles auf Tilt geht, und zwar alle, nicht einer, sondern Tilt. Dass sowas nochmal passiert, halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, das wird ein knappes Spiel. Ich denke, das wird attraktiv werden. Verraten Sie noch nicht Ihren Tipp, Herr Reif. Das Beste am Ende der Sendung. Denn wir haben noch ein viertes Spiel zwischen Bayern und Dortmund. Ja, im Prinzip das wichtigste Spiel, das es zwischen diesen beiden Mannschaften je gegeben hat. Wembley, Finale Champions League. Damals traf man Cukic zur Bayern-Führung. Dann trat Dante Reus in den Bauch. Es gab zwar Elfmeter für Dortmund, aber nicht gelb-rot für Dante, was viele erwartet hätten. Ja. Sie waren damals im Stadion. Ich habe all diese Spiele, die wir bisher gesagt haben, auch kommentiert. Und wie war als Kommentator Ihr erster Eindruck bei dieser Szene Dante gegen Reus, weil er ja Elfmeter gegeben hat, hätte man dann nicht auch gelb-rot geben müssen? Ja, also gut, wir verändern jetzt das Ergebnis. Ja, ist ja 9 Jahre her. Zack, hätte man geben müssen. Und was wäre dann passiert? Einmal hätte, wäre, wenn spielen. Wenn in der 67. Minute Dortmund ausgeglichen und Bayern einen Spieler verloren hätte. Trotzdem 2-1 für Bayern durch Robben, oder? Ja, die Bayern hatten was gut zu machen. Für die Dortmunder war das, dieses war ja im Wohnzimmer der Engländer. Also im Wembley, sowas wird es auch nie wieder geben. Aber für die Dortmunder war das eine Sache. Für die Bayern, für die Bayern war es nach Chelsea, Finale daheim, war es eine andere Sache. Ich glaube, die hätten selbst mit 10 Mann, wären sie schwer zu schlagen gewesen.